Ein herzliches Willkommen bei Luxys Woodwork. Ich bin Markus und heute baue ich für meinen Lasergravierer eine kleine Umrandung. Da kommen so Schubfächer rein, dass man ja so ein bisschen in der Höhe variieren kann. Hat auch noch folgenden anderen Grund. Wenn der am Lasern ist und der fährt von links nach rechts, der wackelt immer so ein bisschen auf meinem Tisch. Und das möchte ich unterbinden. Dementsprechend kriegt das Ding einen Kasten. Was man damit machen kann, weil vielleicht weißt du ja gar nicht, was das ist. Plättchen beispielsweise. Ne, da habe ich mein Logo drauf gebrannt, das ist eine coole Sache. Kann ich jetzt einfach Kleber nehmen, zack, irgendwo drauf und fertig. Oder ein Arbeitskollege kam an, der wollte Typenschilder haben, weil der verkauft Bilder. Da habe ich dann sowas gemacht. Das ist, naja, so 1 bis 10 habe ich gemacht bis jetzt. Mehr wollte er nicht haben. So, für alle, die so ein Ding schon haben, folgendes. Ich habe gestern versucht, hier was drauf zu lasern. Ging nicht, hat aber einen anderen Grund gehabt. Der Laser war nicht richtig eingestellt. Funktioniert prinzipiell hier drauf, ist aber ziemlich hell. Bin ich dann gestern Abend kurz in den Keller rein, Sprühdose genommen, matt schwarz, einmal rübergegangen. Hab das dann eingebrannt, was ich haben wollte, und hat auch wunderbar funktioniert. Bin dann mit den Fingern rüber und hab dann gemerkt, du hast ganz viel Ruß an den Finger. Bin dann in der Küche, hab das abgewaschen und das kann da auch bei rauskommen. Also es muss nicht zwangsläufig immer braun sein, es kann auch wieder heller werden. Ne? Also cool. Soll mal eine Kiste werden, ist nur ein Prototyp erstmal, aber vielleicht baue ich es dann die Tage mal. Dann lassen wir mal das Messen beginnen. Also ich habe gerade mal geguckt, das ist mir nämlich auch noch nie aufgefallen, das ist nicht bündig zueinander. Ich habe hier so eine kleine Differenz drin, aber das ist nicht weiter tragisch. Breit mache ich das Dingen. Ja. 27,3. Ja, ich mal mir mal was auf. Das wäre breit, lang. Nehmen wir mal den Motor mit. Ja, mache ich 40. So, 40. Da muss das ja nicht vollflächig, also es sitzt ja weiter nach oben. Es muss ja nicht vollflächig bis nach hinten gehen. Da mache ich dann schöne runde Summen vor allen Dingen. 18. Also dieses Stück 18, beide Seiten. Höhe. So ist, also ich kann ja auch nicht ohne Ende nach unten lasern, also von daher wäre es Quatsch, zu viel zu machen. Ich mache das letzten Endes 6 cm hoch und fräse aber, nee, ich mache das 5, nein, gar nicht wahr. Ich mache das 7 cm hoch. Und fräst dann so weit runter, dass ich hier unten, hier sind Löcher für Schrauben schon vorgesehen, die muss ich ja mit einberechnen, muss ja von irgendeiner Seite zugeschraubt werden. So, wie gesagt, 7. Ne? So. Ja, würde ich sagen. Platte selber ergibt sich dann hier raus, die wird ja dann 40 mal 27,3. Würde ich sagen, schneide ich mal zu.
Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Also ich habe das Sägeblatt ausgetauscht. Ich habe das schon ein paar Mal hier drinnen gehabt, weil ne, das ist noch relativ sauber und das ist ziemlich dreckig. Irgendwie wollte der Spaltkeil da nicht durch. Also habe ich das alte wieder drauf gebaut. Funktioniert. Also die 27,3, die habe ich jetzt. Als nächstes schneide ich die 40 runter und dann dieses schmale Stück. So hatte ich mir das vorgestellt, dass das hier drauf sitzt, dass er seine Arbeit machen kann. Funktioniert nur nicht. Das Problem ist nämlich jetzt ganz einfach. Der fährt ja nach draußen und ich habe ja hier dann nichts. Dementsprechend die Hölzer nochmal weg, also die 18 cm vergessen. Kommen jetzt welche dran mit 38,5. 38,5 aus einem ganz einfachen Grunde. Die Grundplatte ist ja 40, das ist 15, 15, so weiter und so fort, hast du deine 38,5. Dann sitzt das jetzt so. So, kommt das drauf. Und dann kannst du nämlich von hier oben Platten einschieben. Also ich mache das so, dass eine, dass wenn nichts dran ist, das ist der größte Abstand. Versuche ich mal zu drehen. So, das ist der größte Abstand. Dann kommt irgendwas dazwischen, dass man das hier rein und raus schieben kann. Und oben drauf kommt auch nochmal einer. Sollte eigentlich einiges abdecken. So, aufgebaut ist das. Ich will ungefähr 18 cm rausnehmen. Deswegen ist hier eine Markierung dran. Das wäre dann bis hierhin. Der fräst dann ja hier alles raus. Ich habe das ein bisschen länger gemacht, als der, das Bein selber ist. Ich fange jetzt mit der Seite an, wo kein Elektronikmodul drin ist. So, schiebe ich lang. Ich muss insgesamt 2 cm haben. Dementsprechend ziehe ich das dann raus. Ja, fangen wir mal an. Höhe habe ich 0,6 genommen, weil das ist die Breite des oder die Dicke des Fußes. Fangen wir an. So sollte das dann ungefähr aussehen. Wenn du es richtig machst, musst du es nicht ändern, wie ich gerade nochmal, aber dazu komme ich gleich. Ich habe ja die eine Seite geschnitten, das hast du ja gesehen, beziehungsweise gefräst. Und die andere habe ich nicht gefilmt. Hätte ich zwar machen können, aber ich will das Video auch nicht unnötig lang machen. Das Blöde war nur, ich habe die falsche Seite gefräst. Also habe ich mir Folgendes überlegt. Das ist ja jetzt so. So habe ich das gefräst. Ich habe das jetzt einfach eingeschnitten. Hier können die Schrauben rein und hier sitzt diese Platine drunter. Also das funktioniert. Dann wäre das so drauf. Hier musst du wahrscheinlich auch gucken, das ist jetzt sehr dünn, das ist nicht mehr viel. Also das ist das Maximale, was ich rausnehmen kann, weil sonst brauche ich keine Schrauben reinmachen, dann hält ja sonst nichts. Das wäre jetzt das. Jetzt gucken wir mal wegen dieser Ebene hier. Wenn das jetzt hier so drinne steht. Das Blöde ist jetzt die ganze Zeit, ich kann es ja nicht festmachen. Ich habe ja noch viel dran zu tun. Wenn ich das jetzt festleimen könnte, könnte ich es genau auf Maß machen, aber das geht ja dummerweise nicht. So, ich wollte ja eine Platte zwischenpacken. Das ist jetzt nur eine Beispielplatte, das ist nicht die finale. Ich will jetzt eine haben, die hier oben drauf sitzt. Ja. Eine sitzt oben drauf, also fräse ich hier noch mal was. Ja, klar. Fräse ich hier noch mal was raus, so dass sie aufliegen kann. Und eine, weil auch
Zentimeter macht hier viel aus bei der Maschine? Gute Frage, nächste Frage. Hier oben soll das aufhören. Das ist ungefähr die Hälfte, sage ich jetzt mal. Ich muss die Platte sowieso hier an den Seiten auch noch was rausfräsen, damit die schmaler wird. Ich habe nämlich nur einen 6 mm Fräser, glaube ich. Gut, dicker ist der nicht. Hier irgendwo. Hier fräse ich das raus. Ich habe mir das jetzt wieder angezeigt. Ich bin von hier nach da 21 cm habe ich jetzt genommen. Ich habe mir das wieder an der Seite markiert. Der ist jetzt, das ist der Fräser von gerade noch, der ist jetzt 5,5 mm hoch. Gehe ich jetzt rein, ziehe das wieder lang, dann habe ich ja einen Stopp, dann habe ich ja zumindest die erste Stufe schon mal. Und jetzt weiß ich auch, warum ich es falsch rum gefräst habe oder nicht richtig gefräst habe. Ich will ja das hier auch weg haben, dieses Stück. Ich kann das aber so gar nicht halten. Das heißt, ich muss gleich, so kommt das, da muss ich mir die Gegenseite noch anzeichnen, nehmen, ran und dann nach hinten ziehen, weil ich muss ja immer in diese Richtung fräsen, weil sonst haut mir ja der Fräser ab. Nur das Holz geht fliegen, also. Probieren wir es mal. Also mache ich die äußeren, dann mache ich die inneren. Hören wir die? Haben wir. Schade, dass du als Zuschauer nicht effektiv eingreifen kannst, wenn ich hier irgendeinen Mist baue. Habe ich nämlich. Das erste war, mir ist ja hinten der Anschlag so ein bisschen weggerutscht. Dementsprechend ist das jetzt ein Tacken breiter als das, aber die Höhe, die stimmt. Dementsprechend lasse ich das so. Und weil das ja noch nicht reicht, habe ich die falsche Seite eingefräst. Lasse ich auch so, ist ja nicht so tragisch. Vielleicht flicke ich das, vielleicht streiche ich da nur drüber, ich weiß es nicht. So. So wäre das. So soll das ja letzten Endes auch. Das sitzt da jetzt so. Dann sitzt hier das Gerät drauf. Hier kann man eine Platte drauf machen. Hier kann man sie reinschieben. Hier unten ist der maximale Abstand. Da würde ich sagen, kleben wir es mal zusammen. Soweit ist das jetzt fertig. Das ist jetzt halbwegs getrocknet. Ich habe das schon mal ein bisschen angeschliffen. Jetzt muss natürlich diese Platte hier drauf. Die ist einen kleinen Tacken länger. Ich schneide das nicht ab. Ich lasse das so. Jetzt brauchen wir ein Stück von, also ganze Platte, von 24,5. Gucken hier. Ne, 24. 25,4, so. 25,4.
So, das schneide ich dann hier nochmal rein, dass da 6 mm überbleiben. Und dann kann man das hier drauf packen und man kann es hier unten reinschieben. So, den Plan. Mal gucken, ob das genauso gut funktioniert wie der Rest bis jetzt. So, nach 3 Stunden Schleifen. Oben passt da recht gut drauf. Das muss ja auch nicht 100% bündig sein. Unten ist das okay. Das heißt okay, das passt. So, ich hoffe, ich kann das noch filmen. Denn nämlich ist, ich hoffe, ich kann das noch filmen. Mein Akku ist nämlich leer. Ich habe Fehler gemacht. Also noch ein. Der sitzt ja hier drauf. Und ich habe das hier gerade hier ausgesägt. Das war ja auch nicht das Thema. Nur das Blöde ist ja in der ganzen Geschichte, der Motor bewegt sich ja nach links und rechts. Dementsprechend habe ich das jetzt einfach nochmal größer gemacht. Also, Akku laden. Vielleicht pinsel ich es schon weiß an in der Zwischenzeit. Ich weiß es nicht. Das ist so einfach nur eine Grundierung, die da drauf kommt. Und mehr passiert da nicht. So, mittlerweile 2 Tage später. Ich habe das jetzt nur grundiert, blank. Das sieht dann jetzt ungefähr so aus. Du kannst jetzt hier oben diese Platte auflegen. Die bleibt mehr oder weniger auch so. Das sieht dann so aus. Das hängt ja ein bisschen rüber. Ich werde jetzt hier, da wo ich, ja, das ist gut, da wo ich eingefräst habe, nehme ich einfach noch mal ein kleines Stück weg, dass man das komplett durchschieben kann. Nach unten hin passt das auch. Und falls ihr im Hintergrund Musik hört, das ist mein Nachbar, das kann ich leider nicht ändern. Naja gut, mit einer Hand ist schlecht. Jetzt. So. So sieht das dann nach unten hin aus. Hier die Seite passt, das ist auch bündig, das muss ich einfach nur festschrauben. Die andere Seite habe ich, ja, so 2-3 mm müsste ich noch was auffüttern, hatte ich ja von vornherein gesagt. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gefilmt habe, weil mein Akku ja leer war. Hier hinten das, ich habe das ja 7 cm, glaube ich, gemacht. Das sind nur noch 5. Ne, das musste ich noch runterschneiden, weil der Motor, ich habe den Motor vergessen mitzuberechnen. Ist ja auch mein erstes Mal. Also so oder so ähnlich. Das ist grundiert, das muss ich jetzt noch spachteln und dann wird das ganze Ding schwarz, weil weiß, weil nicht. Der Weißton gefällt mir nicht, also mache ich schwarz. Ist einfacher, sieht besser aus. Also machen wir das. So sieht das Teil aus, wenn es dann irgendwann mal schwarz ist. Es ist immer noch nicht schöner als vorher, aber was soll's. Ich mache jetzt so ein paar Puffer darunter. Das ist auch noch nicht 100%ig trocken. Aber so trocken, dass ich weiterarbeiten kann. So. Naja, sieht ja halbwegs vernünftig aus. Jetzt kommt das Teil da drauf. Ich habe mir, weil ich es nicht abwarten konnte, habe ich schon mal die Löcher vorgebohrt. Das ist einfach nur 4 mm Loch rein, fertig. Aber jetzt hier so kleine Schräubchen. Die setze ich mal rein. So, im Großen und Ganzen ist das Ding dann jetzt fertig. Das lässt sich rein und rausschieben, wie, ne, wie ihr schon gehabt. Ich habe das jetzt nur noch gewachst, die Platte hier oben drauf an sich. Das reicht auch, vor allem gibt das einen schönen Kontrast. Man kann das bestimmt einfacher bauen, ohne Fehler, wenn du das nachbauen möchtest. Du weißt ja jetzt, wie man es nicht machen sollte. Also in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.